Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Grammar. In this video, you will learn the difference between the verbs brauchen, gebrauchen and verbrauchen. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So let's begin. Brauchen oder verbrauchen? Oder gebrauchen. Let's first look at a few examples. Ich brauche 3 Stunden für die Arbeit. Wir verbrauchen mehr Kaffee als Tee. And the last example. So ein Gerät habe ich ja noch nie gesehen. Wie gebraucht man das? Wir schauen uns jetzt das erste Verb an. Here's the first verb. Brauchen, brauchte, hat gebraucht. Brauchen hat viele Bedeutungen. Die erste ist, etwas nötig haben oder etwas benötigen. Hier sind 2 Beispiele. Wir brauchen 3 Kopien. Wir benötigen 3 Kopien. Sie braucht zum Lesen eine Brille. Es ist nötig, dass sie zum Lesen eine Brille hat. Jetzt kommen wir zu der nächsten Bedeutung. Etwas verwenden. Zum Beispiel, wozu brauchst du das Gerät? Das heißt, wozu willst du das Gerät verwenden? Hier ist das nächste Beispiel. Kannst du die Sache noch brauchen? Diesen Satz kann man auch mit dem Verb gebrauchen formulieren. Gebrauchen bedeutet auch verwenden. Kannst du die Sache noch gebrauchen? In den nächsten Beispielen ist die Anwendung von brauchen mit Infinitiv mit zu. Hier bedeutet brauchen nicht müssen. Das erste Beispiel ist, er braucht heute nicht zu arbeiten. Man kann auch sagen, er muss heute nicht arbeiten. Hier ist das 2. Beispiel. Du brauchst morgen nicht zu kommen. Wir haben ein ganzes Video über brauchen mit Infinitiv mit zu. Wenn du das sehen willst, findest du den Link unten in der Beschreibung. Hier ist das nächste Verb. Gebrauchen, gebrauchte, hat gebraucht. Die Partizipperfektform für brauchen und gebrauchen ist gleich. Hat gebraucht. Gebrauchen benutzt man auch in vielen Kontexten. Hier ist die erste Bedeutung. Etwas verwenden oder benutzen. Wir sollten unseren gesunden Menschenverstand gebrauchen, wenn wir Entscheidungen treffen. Das heißt, wir sollten unseren Menschenverstand verwenden. Der nächste Satz ist in Passiv. Der Fernseher ist nicht zu gebrauchen. Oder den Fernseher kann man nicht gebrauchen. Oder kann man nicht benutzen. Wie schon erwähnt, hier kann man auch das Verb brauchen benutzen. Brauchen und gebrauchen. Beide Verben können etwas verwenden oder benutzen bedeuten. In dem nächsten Satz benutzt man gebraucht als Adjektiv. Das benutzt man, wenn etwas gebraucht ist oder nicht mehr neu ist. Zum Beispiel, dieses Auto ist gebraucht. Also man kann ein neues Auto kaufen oder ein gebrauchtes Auto kaufen. Hier ist das 2. Beispiel. Willst du vielleicht eine gebrauchte Tasche kaufen? Man benutzt gebrauchen auch in ein paar Redewendungen. In dieser Situation zum Beispiel hat man sehr viel gearbeitet und dann sagt man, jetzt könnte ich einen Kaffee gebrauchen. Gebrauchen wird auch benutzt, wenn man mit einem Werkzeug oder Instrument irgendwie umgeht. Zum Beispiel, der Mann gebraucht die Säge sehr geschickt.
Nun kommen wir zu dem dritten Verb, verbrauchen. Verbrauchte hat verbraucht. Wir schauen uns jetzt viele Kontexte an, wo man das Verb verbrauchen benutzen kann. Die erste Bedeutung ist, wenn man etwas von einer Menge nimmt und verwendet. Die Waschmaschine verbraucht viel Strom. Das nächste Beispiel ist, wir verbrauchen viel Wasser in unserem Haus. Es gibt eine große Menge von Wasser. Wir nehmen davon eine Menge und verwenden es. Man kann auch Energie, Gas, Öl oder Treibstoff verbrauchen. Die nächste Bedeutung ist, etwas verwenden, bis nicht mehr übrig ist. Zum Beispiel, ich verbrauchte mein ganzes Taschengeld innerhalb eines Tages. Das heißt, ich habe kein Taschengeld mehr. Das nächste Beispiel. Wir haben unseren Vorrat an Kartoffeln verbraucht. Es sind keine Kartoffeln übrig. Verbrauchen benutzt man auch für Sachen, die abgenutzt sind und nicht mehr leistungsfähig sind. Zum Beispiel, die Luft in diesem Raum ist verbraucht. Das heißt, die Luft enthält fast keinen Sauerstoff mehr. Hier benutzt man auch verbraucht meistens als Adjektiv. Und jetzt das nächste Beispiel. Die Kette meines Fahrrads ist schon sehr verbraucht. Verbrauchen kann auch reflexiv sein, sich verbrauchen. Das bedeutet, seine Kräfte erschöpfen oder sich völlig abarbeiten und nicht mehr leistungsfähig sein. Hier ist ein Beispiel. Ein Katalysator beschleunigt chemische Reaktionen, ohne sich selbst dabei zu verbrauchen. Und jetzt machen wir eine Übung, um zu sehen, wie viel ihr verstanden habt. Ihr müsst das richtige Verb ergänzen. Brauchen, gebrauchen oder verbrauchen. Und hier ist der erste Satz. Und die Antwort ist, sie hat im Urlaub eine Menge Geld verbraucht. Wir haben gelernt, dass man verbrauchen benutzt, wenn man etwas verwendet und nicht mehr übrig bleibt. Hier ist der nächste Satz. Und die Antwort ist, er hat alles, was man zum Leben braucht. Wir kommen jetzt zum nächsten Satz. Hier auch, wenn nichts mehr übrig bleibt, benutzt man das Verb verbrauchen. Ich kaufe erst wieder ein, wenn die Vorräte verbraucht sind. Hier ist der nächste Satz. Und die Antwort lautet, den Karton kann ich gut gebrauchen. Hier die Bedeutung von gebrauchen ist verwenden. Also, hier kann ich auch das Verb brauchen benutzen. Den Karton kann ich gut brauchen. Und jetzt der nächste Satz. Und die Antwort ist, sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Hier kann man brauchen mit benötigen ergänzen. Also gebrauchen und verbrauchen passen nicht. Und jetzt der letzte Satz. Und die Antwort ist, mein altes Handy ist noch gut zu gebrauchen. If you want to practice some more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't.
You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!